Hi Gude, an meinem alten Plätzchen, an dem Grillplatz. Ich habe die Kamera vorher nicht angemacht, den Weg kennt ihr ja sowieso, daher muss man den nicht unbedingt anmachen. Ja, warum heute wieder Grillplatz? Ich möchte heute wieder genüsslich draußen frühstücken. Und wie ihr wahrscheinlich schon im Text gelesen habt, will ich mir mein Brötchen hier selber backen. Und da das ohne Flamme nicht geht und mir der ganze Rest hier draußen ehrlich gesagt noch zu trocken ist, es hat es auch schon wieder seit, ja, ich glaube, fünf Tagen, meine ich, nicht geregnet, mache ich das lieber hier aus Sicherheitsgründen. Klar, hier mitten im Wald, es wäre weitaus schöner, wird mir auch weitaus besser gefallen, aber da muss erstmal die Vernunft ganz oben stehen und dann das Verlangen. Es ist einfach so. Gut. Ich mache mich da vorne hin, da vorne stehen noch diese Bänke und Tische, wie bei der Spaghetteria letztes Mal. Da werde ich mich schön breit machen. Hab hier hinten, im Schätzchen, habe ich sage und schreibe meinen Backofen drin. Hab meinen Gaskocher zum ersten Mal, seitdem ich Videos mache, mit dabei. Ja, und ich schaue mal nach, wie es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, ich habe noch ein Backup-Brötchen hier drin, mich nicht ganz hungrig nach Hause gehen muss. Aber wir werden es erleben, wir werden es schauen. Gut, dann nehme ich euch jetzt mal mit da vorne hin. Baue die Kamera wieder auf und packe den Rucksack aus. Zeige euch, was ich oder wie ich das genauer gesagt vorhabe. Und dann legen wir los. Auf geht's! Schauen wir mal. Nicht verkehrt, nicht ungewöhnlich. Ich wollte erst hier unten aufmachen. So, was wir brauchen, Wasser, Kratzbol, eventuell den Windschutz, aber ich bin nicht sicher, es ist eigentlich recht windstill hier. Ich schaue mal nach, ob ich ihn brauche. Jetzt kommt die Überraschung, mein Backofen, kennen viele, das ist er. Gasbuddel mit Brenner, Handschuhe, für nachher Tasse, hier drin ist mein Backup-Brötchen, falls es nicht hinhauen sollte. Ja, und halt hier noch mein kleiner Beutel mit Kaffee, Zucker, ja, was man also braucht. Gut, den stellen wir mal beiseite. Und jetzt zeige ich euch mal den Backofen näher. Ich stelle mal kurz um, da kann man es besser zeigen. Sodele. Sagt, das ist die Happen-Pappen-Box der Bundeswehr. Und hier ist mein Backofen. So, zum ersten Mal hier unten drin habe ich schon mal. Drin habe ich etwas Butter, zwei Scheiben Lackschinken aus dem EPA, einmal Erdbeerkonfitüre und einmal grobe Leberwurst. So, das ist schon mal, was es zu dem Brötchen gibt. Und das Brötchen selber habe ich hier drin. Kann man sehen.
Da ist das Brötchen drin, das muss noch ein bisschen gehen. Ach, ich bin ja kaum zu sehen. So, das muss noch ein bisschen gehen. Alter Trick, ich mache jetzt hier drin etwas Wasser heiß. Minimal, vielleicht so hoch. Und stelle dann das rein. Deckel drauf, Wärme, Hefe reagiert, funktioniert. Den Teig, den habe ich heute Morgen schon zu Hause gemacht. Das ist jetzt auch kein Weltwunder. Das ist ein schlichtweg einfach fix fertiger Teig. Da ist sogar schon Hefe drin. Man muss wirklich nur Wasser dazugeben, gut durchkneten. Und das ist, wenn das jemand nachmachen möchte, für ein Brötchen holt euch bitte das Fertigmehl mit dem Typ 550, das Weizenmehl. Das ist schön elastisch, das ist für die Brötchen am allerbesten geeignet. Gut, ich mache erstmal ein bisschen Wasser, stelle das rein und dann hole ich euch wieder dazu. Ja, das reicht. Wir stellen jetzt einfach mal kurz hier oben drauf, bis es kurz ein bisschen warm ist. Da stellen wir den Kamerad wieder rein. Sodele, das raucht schon. Raucht, qualmt. Nee, dampft. Jetzt ist ja Wasser. Meine Güte, bin ich blöd. So, das nehmen wir runter. Machen aus, stellen wir beiseite. So, stellen wir mal hier hin. Und jetzt stelle ich das Brötchen hier hinein. Mach den Deckel noch mal drauf. Und jetzt warten wir gut und gerne mal 10 Minuten, dann schauen wir nochmal nach, wie das Ding geworden ist. Ja, ich würde sagen, der ist schön gegangen. Der ist soweit. Klasse. Dann können wir jetzt anfangen. So, den Gasbrenner machen wir mal an. Und zwar, die muss man jetzt auf ganz, ganz niedrig stellen. So, das müsst ihr hinhauen. Jetzt in die Box. Wichtig, der Henkel muss oben stehen. Jetzt einfach das Brötchen so hier reinschieben. Dass es quasi so ausschaut. Dann von dem Wasser, vom Erhitzen, ein bisschen hier rein. Dann hat man quasi, dann dampft man das Brötchen schon mal vor. Das Restwasser kann weg. Dann machen wir den Deckel drauf. Na, komm her. So, Deckel zu. Und jetzt stellen wir den ganzen Kameraden hier drauf. Und das war's. Und das braucht jetzt
gut und gern. Wir haben jetzt gleich 10 vor 10. Das heißt, das braucht ungefähr bis, ja, sagen wir mal 20 nach 30, 35 Minuten muss man dem geben. Ich werde vielleicht doch den Windschutz rundherum noch aufstellen. Mal schauen. Aber ich bin bis jetzt sehr, sehr zufrieden. Tja, warten wir mal ab, was gibt. Das riecht nach Brötchen. Ha, geil. Ach, wird das klasse. Hop, da, mal nachschauen. Ob das jetzt schon was ist. Riechen tut es sehr, sehr gut. So, ach, schon wieder so gesagt. Ist ja schlimm. Immer ein bisschen, weil... Hohoho. Seht ihr das? Das braucht noch ein bisschen. Aber vielleicht kann ich es euch kurz mal zeigen. Ja, schaut mal. Sieht schon sehr gut aus. Aber es braucht noch ein bisschen. Und nochmal drauf. So, das lassen wir jetzt mal ungefähr so, ja, das haben wir 10:55. 5 bis 10 Minuten, circa. Wir auch einen Windschutz mehr drum, braucht man nicht mehr. Gut, so, jetzt haben wir 10:55 und ich würde sagen, jetzt müsste es eigentlich fertig sein. Bisschen aufgeregt. Hol den Pott mal runter. Ah, ich zoome gerade mal ein bisschen ran. Rauchen tut er anständig. Schon wieder rauchen. Dampfen. Na? So sieht es jetzt aus. Für mich die Frage. Das ist gut. Das ist gut. Den tun wir mal auch mal runter. Kann er auskühlen. Den tun wir mal weg. Und so sieht mein Brötchen aus. Da, schaut mal, schaut mal. Gut, hier unten ein bisschen dunkel, aber da oben ist ein bisschen weicher. Hat ja nur Unterhitze gehabt, so gesehen. Aber das ist auch nicht richtig schwarz. Das ist hier eigentlich, ja, dunkles Braun. Fantastisch. So, während das jetzt auskühlt, nehme ich mir Kollege Pott hier, stelle ihn gerade nochmal auf das Gas und mache mir gerade Wasser für einen Kaffee heiß. Jo, das ist dann die nächste Aktion.
So, Dele. Und etwas mehr. Ja, da muss ich ein bisschen anders da planen. So, ist besser. Gut, klappt. Ah, Frühstück. So, Kaffee haben wir. Beilagen haben wir. Ach, ich freue mich. Och, der Schinken riecht gut. So, und jetzt kommt die Überraschung. Wie sieht's innen drin aus? Noch ein bisschen warm, na, hätte noch ein bisschen gekonnt, aber schaut mal, ist da noch ein klein wenig, hätte es gebraucht, aber wir meckern mal nicht, kommt schön Butter drauf, ich freue mich schon drauf. Rodele. Erdbeermarmelade. Mahlzeit. Klasse. Vielleicht zum nächsten Mal nur statt 100 Gramm Mehl hatte ich genommen. Wenn du 80 Gramm Mehl nehmen, dann wird es unten nicht dunkler und es ist eher durchgebacken. Hätte nur ein bisschen, aber lässt sich sehr, sehr gut essen. Herrlich.
So, ich frühstücke dann erstmal fertig. Und würde ich sagen, wir sehen uns nachher. Schau mal, die Leberwurst. Klasse. Lackschinken. Hammer. So lässt sich's leben. Waren unter der Woche hier draußen. Außer vorhin war eine Dame hier, keine Ahnung. Kein Hunde mit Spaziergängern, wie nennt man Hunde mit Spaziergängern, das hört sich so bescheuert an. Keine Leute, die mit den Hunden spazieren gehen, so rum hätte ich besser mal gesagt. Keine Waldarbeiter, keine Gemeindearbeiter. Doch, muss sagen, Mittwochmorgen, kurz vor 11, man hat echt seine Ruhe. Herrlich. Ich hatte vor, den Samstag nochmal rauszugehen, aber ich glaube, da habe ich nicht so viel Glück. Obwohl, ich wollte auch was zu essen machen. Mal schauen. Gut, alles klar. Ich verabschiede mich von euch jetzt. Ich frühstücke gemütlich fertig. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Eventuell, wenn ich nicht mehr rauskomme, eine schöne Restwoche. Ich würde sagen, man sieht sich bei Gelegenheit. Macht's gut. Bis denne. Ciao.